Grüße euch, Paraguay Live, herzliche und sonnige Grüße aus der anderen Baustelle hier in Paraguay in der Bezirksstadt Piribebuy. Heute zeige ich euch, wie wir mit der nächsten Baustelle in Piribebuy vorankommen. Also wirklich Top-Arbeit meiner Ansicht nach. Und in sehr kurzer Zeit werde ich euch gleich zeigen. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran, okay? So, ganz kurz die Gegend hier. Sehr schön frei, wie gesagt, nah an der Bezirksstadt Piribebuy, ungefähr 75 Kilometer vom Großraum Asunción, also von der Hauptstadt Paraguays, als auch vom internationalen Flughafen, also eine gute Autostunde entfernt. Aber zu der Lage mache ich noch extra Video. So, hier kommen wir jetzt zu dem Haus. Also wir haben jetzt viel später angefangen und so sieht es im Moment aus. So, dahinter könnt ihr sehen, es handelt sich um ein Einfamilienhaus, freistehend logischerweise, 8 Meter auf 15 Meter lang, also wirklich schönes, fast perfektes Haus, sage ich mal. Jeder hat seine Wünsche und ich bin der Meinung, dass auch sowohl von der Planung als auch von der Lage her natürlich das Haus schon also sehr gut ist. Also schauen wir uns noch genauer an, ja, vor allem das Mauerwerk und wie schnell wir vorangekommen sind. So, hier vorne, wie man sieht, wird eine schöne große Terrasse mit einem bodentiefen Fensterelement. So, und jetzt schaue ich bitte an, wie bei uns gemauert wird. Also ich habe auch in Deutschland in der Branche im Verkauf gearbeitet. Aber ich muss ja sagen, dass hier das Mauerwerk, was natürlich noch nicht fertig ist, das ist noch Oberzustand, wie ihr seht. Also optimal ist er. Ihr müsst einfach sehen, ich komme ja gleich näher dran. Ich meine, man kann es sehen, ja. Das wird natürlich noch schön sauber gemacht, aber einfach von der Verarbeitung her, ja. Also auch die Fugen, schaut euch das an. Und deshalb bin ich 100% der Meinung, im Vergleich zum Beispiel zu anderen Häusern, dass es eine perfekte Arbeit ist. So, schaut euch das an. Dahinter die schönen Palmen. Die Stromleitung sieht man teilweise. Und hier das Mauerwerk. Ja, achtet bitte auch darauf, wie sauber die Baustelle aussieht. Ja, also ich habe wirklich schon vieles in meinem Leben gesehen. Und ganz einfach gesagt, man kann es schaffen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach optimal. Ja, es ist eine qualitativ hochwertige Arbeit. So, hier weiter die Südseite. Vermeiden wir natürlich die großen Fenster. Das ist einfach ein paar, weil die schlechte Seite, also wo der Südwind, Entschuldigung, kommt, da kommt auch die Kälte und das schlechte Wetter. So, wie gesagt, also an der Baustelle darf natürlich der Terrain nicht fehlen. So, das, was man im Hintergrund hört, ist, wo wir an anderem Haus arbeiten, einfach der
Tiefbrunnen. Ja, es wird einfach ein Tiefbrunnen von 100 Meter Tiefe gebohrt, also mit wirklich Quellwasserqualität. So mal ganz am Rande. So, jetzt etwas gegen die Sonne gefilmt. Ich hoffe, man kann es trotzdem gut erkennen. So, durch die Hanglage ergibt sich natürlich, wie ihr sehen könnt, also die Fundamente sind von der anderen Seite des Hauses natürlich höher. Da wird noch teilweise angeschüttet und es werden noch Treppen gemacht. So, und bei der Gelegenheit nochmal die Gegend von der anderen Seite aus gesehen. So, nochmal hier von der anderen Seite aus gesehen. Man sieht die Fundamente, wirklich Top-Arbeit. Und in der Kürze der Zeit. Also ich lobe mich selten selbst, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind zu einer Perfektion gekommen. So, da nochmal die Terrasse von der anderen Seite. Also wirklich sehr schöne Planung. So, und dann nochmal kurz die Innenwände. Einfach top. Es wird nochmal von innen verputzt, logischerweise. So, und hier nochmal die Aussicht. Einfach Ruhe. Stadtnah. Zwei Straßen weiter. Wie gesagt, haben wir schon die Stadt. Piribabui. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen und ich hoffe, es sieht man mich noch. Falls ihr noch Fragen habt zu den Grundstücken oder zu unserer Bauweise, welchen Stil, welche Hausmodelle wir machen, liebend gerne einfach anrufen, wie immer die Adresse, also die E-Mail-Adresse, also auch die Telefonnummer, WhatsApp, Telegram gebe ich natürlich immer in der Videobeschreibung, als auch natürlich hier unten drunter wird erscheinen. Ruf mich einfach an, frag, wartet nicht so lange, weil wie gesagt, also bei hiesigen Bedingungen in Europa, auch in den Vereinigten Staaten, ich denke, man sollte nicht über Plan B nachdenken, sondern auf jeden Fall Plan A. Aber wie ich immer sage, die Entscheidung liegt selbstverständlich bei euch allen, nicht bei mir. Wir sind bereit, die Preise sind noch, muss ich ja behaupten, in Ordnung. Kein Problem, also diejenigen, die sich dafür entscheiden sollten, in eine guten, hochwertigen Wohngegend zu wohnen, einfach melden, die Entscheidung treffen. Wir helfen natürlich euch bei allen anderen Angelegenheiten, nicht nur beim Bauen, im Grundstückskauf, als auch die entsprechenden Dokumente. Okay, also macht's gut, bleibt gesund auf jeden Fall, freut euch, genießt das Leben und wirklich in Paraguay. Ihr hört die Vögel, glaube ich, im Hintergrund, nicht nur das Bohren. Aber Paraguay Live, wie gesagt,
einfach anschreiben, melden sich, das Video teilen, Likes nach oben, falls euch das Video etwas gebracht hat. Und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video. Mach's gut, bis dato. Ciao, ciao, danke.